sehen uns auch. Reitschuster.de. Lassen Sie es einfach. Ein Sieg für einen der heftigsten Hetzer gegen Ungeimpfte, Günther Daniel. Er hat einmal gesagt, sein Geduldsfaden mit den Impfverweigerern ist gerissen. Und er fügte noch hinzu, es gibt keine Argumente gegen die Impfung, keine guten. Ja, das wäre eine mögliche Schlagzeile zum Triumph heute von Daniel Günther. Eine zweite, die ich zum Beispiel gewählt habe auf meiner Homepage, das ist die, dass es eine Riesenohrfeige für die SPD ist, auch eine Ohrfeige für die FDP. Genauso könnte man sagen, Riesentriumph für Merkels politischen Ziehsohn, denn er war derjenige in der CDU, der mit am stärksten auf der Merkel-Linie immer war, der Angela Merkel noch von linksgrün überholt hatte. Weitere mögliche Schlagzeile wäre derjenige in der CDU, der nichts zum Thema Waffenlieferung in die Ukraine sagt, schwere Waffen, der hat gewonnen. Da sehen Sie schon, im Journalismus alles extrem subjektiv. Man kann sich das raussuchen, was man möchte. Und das ist auch völlig okay. Kein Journalist kann in sich selber neutral sein, weil wir alle Menschen sind. Die Vielfalt, die entsteht dann, wenn verschiedene Journalisten mit verschiedenen Ansichten zu Wort kommen. Genau das, was bei den öffentlich-rechtlichen und bei den großen Medien kaum noch der Fall ist. Ja, heute eine Ohrfeige für die SPD und für die Ampel, weil die FDP auch dabei war, finde ich ganz wichtig als Resultat. Vor allem, weil sich ja Olaf Scholz noch so reingehängt hat. Wir müssen ehrlich sein, Landtagswahlen heutzutage oft eher Abstimmungen über die Person des Ministerpräsidenten. Aber dennoch, die ARD hat auch eine Umfrage veröffentlicht und da war auch nochmal ganz klar, die SPD hatte keinen Rückwind durch die, keinen Rückenwind durch die Bundespolitik. Im Gegenteil, die Mehrzahl der Wähler findet die SPD in der Politik zu zögerlich und auch nicht sozial genug. Also das sehr spannend. Was bedeutet der Sieg von Günther? Er ist ein Merkelianer, er merkelt in der Politik. Er steht für mich für diese neue Politikergeneration, die nicht Fisch und nicht Fleisch ist und auch nicht Wasser. Für mich jemand mit ganz wenig Profil, wenig Charisma, der für ein Weiter-so steht, für dieses ewige Kompromissbehaftete, nichts gegen Kompromisse, aber für Profillosigkeit austauschbar für eine CDU, die verrot-grünt ist. Von daher wird auch Friedrich Merz heute nicht so ganz glücklich sein in der CDU-Zentrale. Es ist zwar ein Sieg für die CDU, aber für die Kräfte in der Partei, die er eigentlich überwinden wollte, für die Merkelianer, die jetzt wieder etwas Auftrieb bekommen könnten bei ihrem Versuch, die CDU nicht wieder zur CDU werden zu lassen. Und man sieht das ja, dieses Verwischte, also das CDU, SPD, Grüne und auch die Liberalen so eine große Masse sind, die endlich in den zentralen Problemen sich nicht mehr unterscheiden, in den zentralen Politikthemen, bei den Lösungsansätzen für die zentralen Themen. Das ist etwas Neues, böse Zungen vergleichen das ja mit den Blockparteien in der DDR. Vergleich, der mir etwas zu weit geht, aber so die Richtung, ja leider, die Richtung, die hat etwas damit zu tun, weil bei den großen zentralen Themen da eben kaum noch was da ist und darum wechseln die Leute dann eben auch sehr, sehr leicht, ob ich jetzt sozusagen Rot-Grün-Lila-Politik im Gewand von Herrn Günther bekomme oder von einem unbekannten SPD-Spitzenkandidaten, der erst vor kurzem von den Grünen rüber gewechselt wurde. Das macht nicht so viel Unterschied und gerade in Krisenzeiten, in Zeiten wie diesen mit dem Krieg, dann geht man eher den schon vorher bekannten Weg und wählt das, was bekannt ist, schert sich hinter den Regierenden. Das ist etwas, was durchaus üblich ist. Auch interessant, die beiden Parteien, die sich in Sachen Ukraine am klarsten positionieren, die AfD und die Linke, Hufeisen, die haben heute massiv verloren. Die AfD gescheitert am Wiedereinzug. Ich denke, auch interne Querelen haben damit zu tun, die Grünen, die Linken. Die Grünen, sage ich schon, vielleicht ein Freundschaftssprecher, vielleicht würde ich mir das wünschen. Gut, die Linken auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit zur Splitterpartei mit 1,7%.
Prozent. Das ist sehr bezeichnend. Was ist das Signal von dieser Politik, dass die Deutschen einerseits ein weiter so wollen, auch die heftigsten Corona-Jünger nochmal absegnen sozusagen und denen das Okay-Zeichen, einen Haken hinmachen bei ihrer Wahlentscheidung, finde ich erstaunlich, aber Thema ist im Moment ja auch für viele nicht mehr so wichtig. Bezeichnet aber auch, dass die Ampel abgeschafft wird. Die ARD versuchte das sofort wieder zu framen, weil sie dann gleich eine Umfrage brachten, hat der Merz sehr geholfen, und das hat natürlich eine Mehrheit nicht sehr geholfen, aber da ist schon die Frage, ist natürlich manipulierend, weil wenn, dann hätte man ehrlich fragen müssen, hatte die Partei eher Rückenwind aus Berlin, Gegenwind oder neutral, und zumindest hatte sie keinen Gegenwind, während die SPD Gegenwind hatte, aber da sehen Sie das öffentlich-rechtliche Framen. Ja, dann noch was Kurzes, der Bundeskanzler hat dann versucht, offenbar das gleich hier auch etwas manipulativ herunterzuspielen, das Ergebnis, die Niederlage, die sich ja abzeichnete, weil er dann kurz nach den ersten Hochrechnungen die Rede zum 8. Mai gab, und das war für mich auch wieder, es wird ja in Deutschland zwischen Vergleich und Gleichsetzung so wenig unterschieden, und ich würde Olaf Scholz nie mit Erich Honecker gleichsetzen, auch wenn er Sympathien für dessen Regime zumindest früher hatte. Aber wie da gelogen wird, also wieder, er macht das Maximum für die Ukraine, und das stimmt einfach nicht, das ist gelogen. Man kann das ja gut finden, dass er nicht das Maximum macht, man kann es schlecht finden, aber warum lügt er wieder? Also wird die Lieferung schwerer Panzer beschlossen, in Wirklichkeit ist es so, dass die noch nicht mal genehmigt ist, dass man dann auch keine Munition hat. Also warum dieses Lügen? Müsste sich dann klar hinstellen und sagen, wir tun etwas, aber wir tun nicht das Maximum. Nochmal, kann man gut finden, kann man schlecht finden, meine Meinung ist bekannt. Aber dieses ständige Lügen, diese kognitive Dissonanz, ja, dass man nach außen hin sagt, man tut alles und in Wirklichkeit das Gegenteil macht, das ist etwas, was ich ganz schlimm finde, und die Journalisten machen das mit. Ich würde in der Bundespressekonferenz liebend gerne dazu Fragen stellen. Und ich glaube, gerade bei Ukraine wollte man diese Fragen nicht, weil hier ja ganz klar diese Fassade aufrechterhalten wird. Also Deutschland als der maximale Helfer, und das stimmt einfach nicht. Nochmal, gut oder schlecht, darum geht es nicht, aber das ständige Lügen und diese Heuchelei, dass man das eine sagt und das andere macht. Und ich sage es ganz brutal, jetzt, es kotzt mich einfach an. Und egal, wie Sie dazu stehen, dass Sie angelogen werden, ich denke, das sollte Sie auch nicht freuen. Ja, mein Anwalt hat jetzt die Beschwerde ans Kammergericht fertiggestellt. Ich hoffe, die geht morgen schon raus gegen die Entscheidung in erster Instanz, die ja meinen Ausschluss aus der Bundespressekonferenz rechtfertigte. Ja, wollen wir hoffen, wollen wir beten, vielleicht gibt es ja ein Happy End, auch wenn ich nicht mehr an Märchen glaube, aber vielleicht erleben wir das. Schauen Sie rein, schauen Sie meinen Livestream an heute, ganz viel zum Thema Ukraine, hat mich sehr bewegt, ein sehr, sehr bekannter Mann aus der Corona-Kritikerszene hat mir eine tolle Sprachnachricht gesendet, er hat gesagt, ja, er habe da immer eine ganz andere Meinung gehabt zur Ukraine als ich und habe sich gewundert, und jetzt verstehe er das, sagt er. Er ist zwar nicht mit allem einer Meinung, aber das sei für ihn sehr nachvollziehbar, und in vielen müsse er mir zustimmen, und offenbar sei das falsch rübergekommen. Hat mich sehr bewegt heute, muss ich sagen. Mit einem anderen hatte ich auch bekannter Kopf der Corona-Kritikermaßnahmen, wir hatten auch nur wegen einer anderen Sache eine böse SMS geschrieben, dann haben wir uns lange ausgetauscht und sind zu der Auffassung gekommen, dass unsere Meinungen in Wirklichkeit eigentlich nicht so weit auseinandergehen. Aber da wird halt auch viel gehetzt von allen Seiten, von Hardlinern, die da versuchen, leider auch von der Seite, die man eigentlich, der man positiv gegenübersteht, die da versuchen zu diffamieren, Graben aufzureißen. Deshalb schaut euch den Livestream an, hier zu finden. Alles Gute, danke, ciao, bis bald. Schaut wieder rein, abonniert, unterstützt. Ciao.